Redebedarf, der Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert, wir reden drüber. Redebedarf, der Radio Essen Podcast mit Stefan Knipp, Tobi Stein und Joshua Windelschmidt. Jubiläumsfolge, Folge Nummer 50 und prompt hat sich das Männer-Dreigestirn im eigentlichen Sinne aufgelöst. Ja. Also so ein bisschen, wenn ihr es verfolgt habt letzte Woche. Tobi ist nicht da, Tobi ist im Urlaub. Wir wünschen an der Stelle noch viel Spaß. Wir haben leider keine Nachricht von ihm bekommen. Das ist leider typisch für den Tobi. Ja, so schnell wird man vergessen. Ne? Nach 50 Folgen ist auch mal Schluss. Irgendwann hat man sich nichts mehr zu erzählen. Aber wir haben auch schon wieder adäquaten Ersatz und das gleich im doppelten Sinne, weil Tobi ist einfach auch nicht so einfach zu ersetzen. Aber wir freuen uns sehr, dass von der Masse alleine. Mein Gott. Das Radio Essen am Morgenmoderatorin Angela Hecker mit dabei ist. Hallihallo. Und unser Chefredakteur Christian Pflug. Herzlich willkommen. Moin, moin. Und Joshi, wir haben es uns nicht nehmen lassen, Folge 50. Wir haben uns auch direkt etwas zum Anstoßen besorgt. Ja, einen guten. Ich glaube, Weißwein ist das. Und du weißt, ich liebe Wein. Und bist du ein Weinkenner, Joshi? Ich mag Wein überhaupt nicht. Aber jetzt so zum Anstoßen kann man das ruhig mal trinken. Ja, kann man mal machen, oder? Spätlese steht drauf. Genau, Christian könnte ja schon mal vielleicht. Von der Nahe. Geht das überhaupt in diesen Zeiten? Nahe? Muss das nicht 1,50 mindestens? Naja. Ein 2017er, ein bestimmt hervorragender Jahrgang. Da gab es uns noch gar den, nicht. Den hat Tobi mitgebracht, aber auch nur, weil er den eigentlich nicht trinken wollte. Wahrscheinlich ist er deswegen heute auch nicht dabei, weil er sich diesen Wein Ich bin sehr gespannt. Wollte. Wer weiß, was da drin ist. Ich liebe ja Weißwein. Ich rieche ihn durch den Mundschutz. Er soll sehr süß sein, deswegen süß. Wollte Tobi nicht trinken. Ja, also Fanta-Wein, wie man so schön dazu sagt. Fanta-Wein. Ich bin gespannt. Ich gieß mal probieren würde ich. Der Chef gießt ein. Das ist auch so ein, also ich lehne ja Alkohol grundsätzlich nicht ab, aber es gibt schon gewisse Arten, die trinke ich nicht so gerne. Wein gehört dazu, aber probieren. Das ist das Alter, Joshi. Du bist einfach noch zu jung für Wein. Irgendwann kommt das. Ja. Oder, Knippi? Ja, tatsächlich. Wobei ich jetzt generell nicht so früh wie du mit Alkohol in dem Maße Erfahrungen gesammelt habe. Ja. So, fantastisch. Also er klebt sehr, muss ich sagen. Das ist ein Zeichen, dass er süß ist. An deinem Mundschutz. Vielen Dank. So. Der Windelschmidt. Ja, bitteschön. Danke. Wow, Vorsicht, die Technik. Ja, vielleicht ist das heute auch der allerletzte Podcast und mit der Technik. Allerletzte Aufnahme bei Radio Essen, wenn wir hier im Studio. Na dann, chin. So, Prost. Danke für die Einladung. Ja. Was war nochmal der Anlass? Schön, dass ihr hier seid. 134. Folge. 50. Folge. So, herzlichen Glückwunsch. Weit weg von der Technik. Ja. Wir sind noch nicht mal ein Jahr alt. Ich muss den Mundschutz gerade machen, Moment. Boah, ist der süß. Aber der schmeckt ja, ne? Schmeckt wie Fanta. Also, eine Limo ist bitter dagegen. Ja. Naja, Angela, ich habe dir gesagt, es ist ein Fanta-Wein. Du hast gesagt, super. Nee, ja. Ich bin ja aus dem Alter der süßen Weine tatsächlich schon raus. Bei mir fängt es jetzt, also, mit ich mag schweren. Bei Angela geht es langsam mit dem Portwein los. Nee, das nicht. Aber ich mag schon etwas trockenere Weine, schon fruchtig, aber gerne so ein bisschen mineralisch. Egal. Aber ich trinke den jetzt trotzdem, weil. Ist ja ein Anlass. Ansonsten hole ich mein pinkes Prosecco-Döschen raus. Du kannst, sie kann trinken, was immer sie möchte. Ja gut, so herrisch sind wir hier nicht. Prosecco-Döschen. Kann ich nicht totlachen. Also ich habe ja auch was dabei. Was denn? Also herzlichen Glückwunsch. Ein Jahr Podcast Redebedarf. Wer hätte das gedacht? Ich habe natürlich an euch geglaubt, ist ganz klar. Ein tolles Dreigespann. Und ich habe gesagt, ich nehme mal diese Schokolade mit Thank You auf Französisch. Oh. Die ganz große Version mit 650 Gramm. Das ist aber nett. Thank You auf Französisch. Dankeschön. Vielen Dank für diesen Einsatz. Wo ist die Presse jetzt mit dem Foto? Nachts, Sonntags. Nebeneinander stehend, sich die Hände reichend. Oh. In guten wie in schlechten Zeiten. Ich halte das fest. Ich hebe es einmal hoch wie ein Pokal. So, aber auch davon wird der Tobi nichts abbekommen. Nein. Joshi, möchtest du auch einmal gucken? Ich möchte mal anfassen. Ja, es ist wie die Meisterschale. Vielen Dank. Ist nicht mit Stroh gefüllt oder so. Ja, vielen lieben Dank. Auch an Tobi Stein hier ein herzlicher Gruß. Tut mir leid, dass das Timing nicht gestimmt hat, aber ich nehme dann die Schokoladenstücke gern als Ersatz. Wir werden dann jetzt jede Folge eine davon essen. Also ein Stück. Teilt euch das ein. Mhm. Wir werden es uns sehr gut einteilen. Du hast aber generell auch schon eine sehr entspannte Woche, ne? Darf ich ganz kurz sagen? Darfst du sagen, das ist richtig, Also wer von unseren Radio-Essen-Hörern dich so ein bisschen bei Instagram verfolgt, du hast es dir ein bisschen gut gehen lassen diese Woche, ne? Schon. Ich muss ja immer gucken, wenn ich so eine Arbeitswoche habe, dann schaffe ich das nicht. Und wenn ich dann meine freie Woche habe, dann mache ich so Mädchenkram. Ich war am Dienstag beim Friseur. Dann war ich heute beim Wimpern machen. Das mache ich immer vorm Urlaub. Da brauche ich nämlich keine Wimperntusche. Wer macht denn sowas? Also auch der Friseur? Nein, ich war bei meiner Kosmetikerin. Das ist ein Wimpernlifting. Das ist quasi eine Dauerwelle für die Wimpern.
Wenn man jetzt drüber redet, schwierig. Ist es echt ein bisschen peinlich. Aber zwischen ich drei Jungs jetzt natürlich auch alles schwer zu erklären, aber wir hören ganz aufmerksam zu. Ja. Seht ihr das nicht? Wie doch, meine sieht Wimpern fantastisch nach oben aus. Doch, also ich hätte sieht jetzt gedacht, aus, als du bist geschminkt. Das bin ich aber nicht. Seht also ihr? Ich finde, die 140 Euro haben sich gelohnt. Ja, das mache ich sowas in meiner freien Woche, weil meine kleine Tochter ist noch im Kindergarten, die große ist im Urlaub und dann habe ich morgens Me-Time, wie es so schön heißt, gemacht. Schön. Ja. Christian Pflug, du bist, glaube ich, diese Woche das erste Mal nach dem Urlaub wieder hier, ne? Ja, ich bedauere es zutiefst, ja, dass ich jetzt nicht mehr in Bayern bin. Du hast in Bayern die Zeit verbracht? Ich habe in Bayern die Zeit verbracht. Sind die da anders drauf als wir mit Maskenpflicht? Sind die da strenger, so dank Herrn Söder? Ja, sie nehmen das ernst, das schon, es funktioniert. Also ich habe schon das Gefühl, dass, also ich war auch in Nürnberg, Großstadt, aber eben auch auf dem Land, im Altmühltal. Aber dass das da ein bisschen besser funktioniert und dass man hier schon ein bisschen nachlässiger ist an vielen Stellen. Aber ich bin also sonst fasziniert von Bayern. Ich meine, wenn man dann im Wald und Flur ist, dann trifft man sowieso kaum jemanden und dann spielt das jetzt nicht so eine große Rolle. Das macht schon mal befreiter. Man hat Corona mal so ein bisschen vergessen. Und es ist nicht so überlaufen wie jetzt Nord- und Ostsee und so, weil man einfach, naja, Altmühltal und Beilngries zum Beispiel, da haben die Leute nicht als erstes auf dem Zettel. Die fahren dann ins Sauerland oder die Mecklenburger Seenplatte. Und deswegen habe ich das natürlich unheimlich genossen. Und das Tollste war, ich hatte so ein kleines Hotel, also mehr so eine Pension. Und dann war gegenüber eine Baustelle. Ich dachte, ja, das kann ja nicht sein. Jetzt ist dann eine Baustelle, wird gerade was abgerissen. Und dann haben wir die Hotelchefin gefragt, hat die gesagt, ja, wird was abgerissen. Ich dachte, jetzt kommt da irgendein hässlicher Klotz hin, so wie man das eben hier so kennt. Und dann sagt die, nee, das wird da abgerissen. Das war so ein altes Haus, da kommt ein Biergarten hin. Da ich gesagt, jawohl, so ist das in Bayern. Für einen Biergarten werden da Häuser platt gemacht, direkt gegenüber von dem Hotel, das bestimmt dann demnächst mal wieder Reiseziel wird, wenn der Biergarten fertig ist. Die wissen, man lebt, die Bio-Waren. Christian, du stehst ja da so sehr günstig neben der Weinflasche. Ja, gerade hat er noch gesagt, also Weinen bin ich jetzt nicht so der Freund von. Ich finde den sehr süffig. Ja, das süffig ist, das ist auch so ein Kopfschmerzwein, glaube ich. Aber nicht alles auf Ex trinken. Nee. So, wir müssen mit Abstand. Ja, mit Abstand. Und passt mir auf die Technik auf. Oh mein Gott. Die Weinflasche ist noch zu. Oh mein Gott. Die Weinflasche ist noch zu. Den Schraubverschluss anmachen. Egal schon, das ist ja ein Witz gewesen von Christian, dass er da schüttet und nichts kommt. Liegt das daran, dass deine Brille brüschelt, oder was? Super. Mein Gott. Also noch, danke. Liebe Hörer, wer was von dem Wein abhaben möchte, redebedarf@radioessen.de. Das ist jetzt Tobis Part eigentlich. Wird das eigentlich noch inhaltlich hier heute? Ich habe nicht so viel Zeit, ich muss auch mal über Inhalte reden. Ich wollte gerade kurz fragen, Angela. Bitte. Urlaub seid ihr wahrscheinlich in Italien wieder? Nein, tatsächlich nicht. Auf Mallorca zufällig? Auch nicht. Auch nicht. Wir sind in der Bretagne. In der Bretagne sind wir. Meine Tochter, die ist jetzt aber gerade am Gardasee und da ist es auch so, dass das viel, viel leerer ist, haben meine Eltern gesagt. Also da ist wirklich, sonst ist das jetzt zu dieser Zeit in den Ferien ultra voll. Aber da ist sehr, sehr wenig los. Es vor allen Dingen die älteren Italiener alle noch mit Maske unterwegs und auch da Abstand halten, weil das auch natürlich auch einfach ein Bereich ist, da Lombardei, so die Ecke, die natürlich sehr betroffen war durch Corona. Aber da sind die noch durchaus sehr, sehr vorsichtig. Aber trotzdem schönes Wetter, bisschen Dolce Vita und die sind froh, dass sie da sind. Ja, also gefühlt spielt sich ja Corona, was Tourismus angeht, momentan nur auf Mallorca ab. Zumindest liest man in dieser Woche alles nur noch rund um Mallorca. Und wir haben heute auch mit Miriam aus Sutrop gesprochen, die seit Dienstag, wir haben heute Donnerstag, wo wir Folge aufzeichnen, in Cala Ratllada ist, also auch auf Mallorca. Und ich habe sie mal gefragt, wie es denn ausschaut, wie krass denn tatsächlich diese Maskenpflicht dort ist, die ja verschärft worden sein soll zu Beginn der Woche. Und wir hören mal kurz rein. Also man merkt schon auf den Straßen, dass jetzt die meisten Leute alle wirklich mit Maske rumlaufen. Aber wenn man am Strand ist zum Beispiel, merkt man da gar nichts von. Also auch an der Strandpromenade muss man die nicht aufziehen. Und am Strand selber, da liegen auch ganz viele Leute nebeneinander und alle haben keine Maske auf. Also da merkt man gar nichts von Corona und von der Maskenpflicht. Es wurde schlimmer beschrieben, als es wirklich ist. Oft ist es auch so, in den Seitenstraßen laufen alle Leute ohne Maske rum und wirklich nur an den öffentlichen Plätzen mit Maske. Und wenn dann mal die Polizei an einem vorbeifährt, dann ziehen alle wieder ihre Maske hoch. Also es klingt eigentlich sehr entspannt. Man hätte es sich eigentlich schlimmer vorgestellt, finde ich. Anfang der Woche, als überall deutschlandweit medial berichtet wurde, auf Mallorca würde extreme Maskenpflicht herrschen. Ich war überrascht. Ja, Strände sind, glaube ich, sowieso ausgenommen, ne, weil es da relativ weitläufig ist. Aber ich habe auch gesagt, für mich persönlich wäre das nichts. Also jetzt so nach Mallorca zu fliegen oder generell in die Sonne, weil allein der Weg vom Hotel zum Strand, da hatte ich schon keine Lust drauf, mit Mundschutz da rumzulaufen. Das ist für mich halt überhaupt keine Entspannung. Klar, am Strand ist dann wieder was anderes, aber
Ich meine, man ist ja dort doch mal im Restaurant oder doch mal eben was einkaufen. Und für mich wäre das kein Urlaub. Ich hätte da auch keine Lust drauf. Also das war für uns auch ganz klar, obwohl ich ja ein Sommermädchen bin und Mallorca auch eine sehr, sehr schöne Insel ist, waren wir auch vor 2 Jahren, gibt es ganz, ganz tolle Orte, aber jetzt zum jetzigen Zeitpunkt wäre ich da auch nicht hingeflogen. Wobei ich sagen muss, es wird ja, Mallorca wird dann ja generell gerne mal gleich Ballermann gesetzt, mhm, und da gab es ja wirklich diese ganz krassen Bilder, wo die da eng an eng und ohne Maske und Party ohne Ende. Aber das ist ja nicht komplett auf Mallorca so, ne? Also da gibt es ja nun mal auch so ein paar kleinere Orte, wo die Strände wirklich sehr, sehr leer ist, wo man vielleicht Mallorca auch nochmal in seinem Urzustand entdecken kann, tolle Strände entdecken kann. Aber ja, da mit Maske rumzulaufen, jetzt im Sommer, bräuchte ich jetzt auch nicht. Das ist halt, ne, durch diese Aktion am Ballermann leidet aber wahrscheinlich ganz Mallorca. Das ist ja das Problem, ne? Also, da ist halt das Image leidet da auch ein Stück weit runter. Und das finde ich halt einfach schade. Weil Mallorca ist halt nicht nur Ballermann und Saufen und Party, sondern Mallorca hat noch ganz, ganz andere Facetten. Cala Ratjada. Cala Ratjada ist auch so ein Tourismusort. Davon mal ab. Aber es ist ja nur ein Beispiel dafür, was passiert, wenn ich den Leuten endlich mal wieder gewisse Freiheiten zurückgebe. Wir haben das ja auch auf bestimmten Plätzen gehabt oder ähnlichem, wo man nachher sagt, die waren ja viel zu nah zusammen. Aber was sollen sie denn tun, wenn Bierstraße und Schinkenstraße auf sind und die Geschäfte da? Wie soll ich mich denn verhalten, dass jeder hintereinander mit 2 Meter Abstand geht und sich brav verhält? Das passt da ja auch gar nicht hin. Und das ist ja auch nicht das Signal, wenn ich das da aufmache. Also ich finde es natürlich blöd, was da passiert ist, und würde da auch nicht hinfahren. Das wäre auch jetzt nicht so meine Richtung. Wie gesagt, ich bin lieber im Bayerischen Wald und dann hab's meine Ruhe. Mhm. Aber das war ein Stück zu erwarten. Also das war eine Entscheidung, die man getroffen hat. Da kamen die Menschen und sagen, prima, Ballermann wieder auf und unser altes Leben ist wieder da. Also endlich. Und dass man das dann schlecht einfangen kann, natürlich, weil es auch immer ein paar Blödmänner gibt, die es dann noch übertreiben. Und dann machen es die anderen mit. Das ist dann wie die Broken Windows Theorie. Wenn einer irgendwo eine Scheibe zerschlägt, dann sind die anderen auch schnell kaputt. In dem Fall, wenn sich 10 nicht mehr regelkonform verhalten, dann ist das eine Art Gruppenzwang. Dann werden die anderen sich ja nicht irgendwie hänseln lassen. Och, dann seht das mal nicht so eng, dann kommt mal mit und so. Einen Abend mal einen trinken ist doch gut. Also das ist, glaube ich, auch so ein Gruppending gewesen. Und das hätte man eigentlich voraussehen müssen. Als du jetzt in Bayern im Urlaub warst, nehme ich an, bist du mit dem Auto gefahren, ne? Ja. Also oder mit dem Zug, aber auf jeden Fall nicht mit dem Flugzeug irgendwie. Nee, Flugzeugtyp bin ich sowieso nicht. So viele Menschen auf einmal, so dicht an dicht, finde ich nie angenehm. Würde ich also immer versuchen zu vermeiden, auch wenn ich gern mal fliege und mal weiter weg bin. Aber nur, wenn es nötig ist. Also das mache ich seltener. Und Zugfahren, auch öffentlicher Nahverkehr, habe ich in den letzten Tagen wieder erlebt, macht im Moment auch keinen Spaß. Von daher, Bayern mit dem Auto war natürlich die sichere Variante. Hm. Für euch jetzt der Urlaub mit Bretagne auch mit dem Auto. Mit dem Auto. Also das war aber auch klar. Sommer, habe ich gesagt, würde ich jetzt nicht fliegen wollen. Und wenn wir das war jetzt in der Corona oder schon vor Corona klar? Nee, Bretagne war vor Corona auch klar. Aber selbst wenn wir was gebucht hätten mit Flugzeug, weil wir ja schon im Sommer auch gerne mal wegfliegen, hätte ich das gecancelt, weil jetzt würde ich nicht fliegen wollen. Ja, du bist ja eh Ter Schelling. Terschelling, Holland. Wer aufmerksam zuhört, ja, das heißt, da geht es auch mit dem Auto hin? Da geht es auch mit dem Auto hin, plus halt Fähre. Aber ich finde halt auch, man muss nicht unbedingt nach Mallorca fliegen. Man muss auch nicht woanders hin, wo es super heiß ist oder so. Sondern es gibt auch halt in Holland oder hier in Deutschland sehr viele schöne Orte, wo man auch einfach mal abschalten kann. Und Terschelling ist halt so einer, deswegen fahre ich da auch immer gerne hin, unabhängig von Corona. Und ich würde mir wünschen, dass nicht jeder dann unbedingt immer nur an Ballermann direkt denkt. Oder viele. Ja, weil es auch hier schön ist. Ich habe deswegen gefragt, weil ich mir immer so denke, manchmal ertappe ich mich in diesen Tagen, gerade wenn das Wetter schlecht ist, dann denke ich so, boah, vielleicht doch noch ein paar Tage nach Mallorca, irgendwo eine Finca mieten mit Freunden und dann von Tuten und Blasen nichts mitkriegen, einfach nur Sonne und unter sich sein. Und dann komme ich aber sofort an den Punkt und denke so, Moment, da steht ja erst noch der Flug dazwischen und dann bist du ja doch wieder mit allen an Bord. Ja. Das heißt, auch für diejenigen, die jetzt gerade auf Mallorca sind, die können mit dem Ballermann ja gar nichts zu tun haben. Die mögen alle in der Finca sein, für sich abgekapselt von der Außenwelt, aber im Flugzeug sitzen ja dann doch alle wieder zusammen. Von daher verstehe ich durchaus die Forderung in dieser Woche oder die Überlegung, dass man sagt, Mallorca-Urlauber müssten unter Umständen in Quarantäne, wenn es jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen wieder schlimmer wird. Und da habe ich Miriam auch nochmal gefragt, wie sie das denn sieht, weil jetzt ist sie ja auf Mallorca und da ist ja mehr oder weniger erst das Thema aufgekommen, als sie schon da war.
Ja, also das ist ja jetzt alles noch gar nicht feststehend. Wir sind alle jetzt so ein bisschen am Bangen, ob wir das wirklich machen müssen oder nicht. Wir würden es schon irgendwie verstehen, weil teilweise jetzt gestern zum Beispiel in den Kneipen und Bars das wirklich alles sehr nah aneinander war. Aber ist natürlich schwierig umzusetzen, wenn man das vorher gar nicht gewusst hat mit der Quarantäne und im Nachhinein dann sowas erst rauskommt. Also da bin ich mir unsicher, ob das überhaupt so gemacht werden kann, auch von der Arbeit her, ob man dann da bezahlten Urlaub hat oder nicht bezahlten Urlaub. Das ist jetzt alles ja noch so hin und her gerissen. Das ist schon ein komisches Gefühl hier irgendwie, so in dieser Unwissenheit zu sein. Ja, also ich möchte da auch nicht in ihrer Haut stecken. Nee. Also wenn ich mir jetzt überlege, ich habe Urlaub und eigentlich möchte ich irgendwie die Zeit am Strand mit Freunden am Meer irgendwie genießen, da muss ich mir vielleicht jetzt aktuell darüber Gedanken machen, was ist, wenn ich nach Hause komme, muss ich dann in Quarantäne, wie kriege ich das mit der Arbeit hin, wie auch immer. Also das stelle ich mir schon nicht so toll vor. War das denn bei der Miriam auch schon lange geplant nach Mallorca oder war das ein Kurztrip, spontan? Also wie lange das geplant war, schon im Voraus weiß ich nicht, aber ja. Sie sind jetzt für eine Woche da, von Dienstag bis Dienstag. Das ist halt auch schwierig. Warum fliegst du jetzt nach Mallorca? Also es ist offenbar keine spontane Entscheidung gewesen, weil sie hatte mir gesagt, dass das ursprünglich mehr oder weniger als Partyurlaub wohl geplant war, zumindest halb, ein bisschen entspannen, aber auch Party. Und jetzt durch die Lage vor Ort sei es halt mehr oder weniger nur noch ein Erholungsurlaub. Aber da bin ich ganz ehrlich, ne? Also als wir uns auch Gedanken gemacht haben über unsere Urlaube in diesem Jahr, ich hatte auch, als das Wetter jetzt hier so blöd war, habe ich gedacht, oh, oder dann Bretagne, weiß ich nicht, das ist das Wetter ja auch immer so. Und ich bin halt so ein Sommermädchen, ich schalte da einfach gerne ab am Strand oder ne, mit 25, 26 Grad, da komme ich halt einfach irgendwie ganz gut runter. Aber Urlaub zu machen, zu fliegen oder so ein Ort, wo dir vielleicht klar ist, da kommen viele Menschenmassen irgendwie zusammen oder die Gefahr besteht, da wäre meine Angst zu groß, dass man eben in Quarantäne muss. Und das wäre für mich dieses Jahr absolut nicht in Frage gekommen. Wir überlegen ja auch im Herbst, da ist Ibiza geplant. Wir haben noch nichts gebucht und wir lassen das auch erstmal, weil mir das einfach zu unsicher ist. Und ich nicht möchte, jetzt wo der Chef hier da ist, dann sagen, Chef übrigens, jetzt danach muss ich erstmal 2 Wochen in Quarantäne. Also das ist mir alles zu unsicher und ich bin eigentlich kein Schisser. Christian, was würdest du denn machen? Würde jetzt ein Festangestellter zu dir kommen und sagen, wir sind im Oktober auf einer griechischen Insel, wir fliegen mit dem Flugzeug. Also du kannst es ja jetzt erstmal nicht verbieten, aber was würdest du machen? Würdest du demjenigen oder derjenigen was sagen, was empfehlen? Also jeder hat Anspruch auf seinen Erholungsurlaub. Und da würde ich erstmal sagen, es ist okay, wenn ihr euch da erholt und die Entscheidung für euch trefft und für euer persönliches Risiko, ist das in Ordnung. Wenn es nachher Quarantäne gibt, gibt es ja bestimmte Regelungen, wer das zu bezahlen hat und ähnliches. Für einen Arbeitgeber ist es immer doof, aber ich muss im Moment ja mit allem rechnen. Also wenn ich Dienstpläne mache, muss ich immer damit rechnen, wenn da einer ausfällt oder da was ist, dann könnte das passieren und so weiter. Und okay, warte, lass mich die Frage anders stellen. Ja, bitte. Ich nehme mir jetzt einfach mal dich als Beispiel. Angela wäre jetzt gerade in dieser Woche auf Mallorca, würde am Wochenende zurückkommen und hätte am Montagmorgen hier die Frühsendung. Würdest du das uneingeschränkt sozusagen zulassen? Ich weiß, vielleicht ist es rechtlich auch gar nicht anders möglich. Oder würdest du sagen, Frau Hecker, vielleicht doch noch mal 1-2 Wochen von zu Hause aus arbeiten? Sicher ist sicher. Angesichts der Lage auf Mallorca. Ist sehr hypothetisch, aber würde mich mal interessieren. Ich könnte ja sagen, Angela, das Ganze machen. Ist dann halt scheiße. Aber dann evakuiere ich den Rest der Redaktion, dann bist du alleine hier morgens. Du musst sehen, wie du deine Sachen zuarbeitest. Dann arbeiten wir erstmal eine Zeit lang auf Distanz. Also ich glaube, man würde besonders vorsichtig sein in dem Moment. Es gibt auch viele Kollegen, die ich aus anderen Radiostationen kenne, die sich freiwillig in Quarantäne dann begeben haben. Und das kann man natürlich absprechen, wenn man sagt, es gibt ja Leute, die haben ihre Verwandten vielleicht da und wollen dahin und so. Und dann spricht man darüber. Aber ich weiß ja, dass alle so vernünftig sind, dass das gar nicht passiert. Aber wie ist denn das freiwillig in Quarantäne? Ist das dann Sonderurlaub oder? Nein, kein Urlaub, sondern dann ist Arbeiten zu Hause angesagt. Natürlich. Also das geht ja. Und da haben wir ja auch schon viele Mittel und Wege in den letzten Monaten gefunden und waren sehr kreativ, das zu machen. Endlich wieder Schlafanzug leben. Ja, das kannst du auch hier im Studio ausleben, Angela, so ist es nicht. Ich erinnere mich, dass der Joshua hier im Redebedarf immer geklagt hat, dass ihm das langsam ein bisschen auf die Nüsse geht. Tatsächlich. Immer zu Hause zu sein. Ach so. Ja, endlich mal wieder hier in die Redaktion kommen.
ist auch so. Also ich finde das sehr schön. Also ich habe zwar auch Homeoffice irgendwie gerne gemacht, weil es auch irgendwie sehr entspannt war, aber so nach einer Zeit, da fehlen dir einfach die Kollegen und überhaupt mal so dieses Miteinander, also mal wieder einen richtigen Computer vor sich zu haben. Ich muss sagen, in letzter Zeit, ich habe ja auch viel Redebedarf gehört natürlich. Zu Recht. In diesen Monaten war ja auch besonders viel Zeit. Man konnte es intensiv hören auf Spaziergängen und so. Mhm. Und ich denke, es war... wir sind da noch in einer glücklichen Lage. Also wenn wir darüber reden, Homeoffice, das ist zwar blöd, aber ich kenne so viele Leute, die in Kurzarbeit sind oder sich wirklich ganz akute Sorgen um ihren Job machen. Und da finde ich, da haben wir zum Glück das Luxusproblem. Hey, müssen wir zu Hause jetzt mal mit dem eigenen Rechner was machen oder haben blöde Arbeitszeiten oder ähnliches. Das geht mir immer wieder so, weil ich gestern mich nach langer Zeit mit zwei Leuten getroffen habe, die beide in Kurzarbeit sind und die zu Hause jetzt auch alles aufgeräumt und gemacht haben und so langsam gucken, okay, jetzt geht doch ein bisschen Geld verloren. Jetzt wissen wir auch nicht, wann wird denn das mal wieder hochgefahren? Was passiert jetzt? Naja, und die anderen Beispiele haben wir ja hier regelmäßig vor Augen, wo es überall nicht mehr richtig funktioniert und wo jetzt echte Einschnitte sind. Und da denke ich immer, komm, scheißegal, wir sind erstens gerade nicht krank und haben dieses blöde Virus nicht, das ja doch irgendwelche Spätfolgen hat, offensichtlich in vielen Fällen. Und zweitens haben wir unseren Job und der ist nicht 100%, aber relativ sicher und alles andere können wir uns noch drum bemühen und egal ob im Homeoffice oder in Früh- oder in Spätschicht, wir machen das Beste draus. Also das geht mir auch immer wieder durch den Kopf, wenn ich sage, komm, dich hat's noch ganz gut getroffen, das läuft noch, es ist zwar blöd, es ist unbequem, mir macht das auch keinen Spaß mehr, so mit Teil Homeoffice und diesen ganzen Organisieren und so, aber ich sehe immer tatsächlich, was sonst passiert und wie anstrengend das Leben wird, wenn man, wenn einem wirklich viele Strukturen weggerissen würden. Und ich hoffe mal das Beste für alle und genieße das, was wir hier noch an Glück und an Privilegien haben. Ich habe schon verstanden, ich habe zu viel gemeckert. Genau, ja, hätte ich auch kurz sagen können. Es gibt keinen Wein mehr, heißt das jetzt. Nee, ich habe noch. Ja, aber lass uns vom Urlaub mal wegkommen. Mhm. Eine schöne Nachricht, die jetzt auch erstmal auf Anhieb gar nichts mit Corona zu tun hat. Das erste Konzert fürs nächste Jahr ist bekannt gegeben worden. Sarah Connor? Und ja, du reißt schon die Arme nach oben, weil du es weißt oder weil du hingehen möchtest. Ich möchte da hin. Ich hätte auch gern Karten. Ja, auch? Das. Ja. Ich habe Sarah Connor das erste Mal gesehen mit einem Radiosender in Lippe. Der hatte gerade 10. Geburtstag oder so, war Ende der 90er. Und da hatte sie, als wir die engagiert haben, war noch nicht klar, dass sie einen großen Hit macht. Und als sie engagiert war, kam Let's Go Back to Bad Boy. Und sie war nicht mal als Headliner geplant. Und sie war natürlich dann, Headliner war Rednecks. Und Rednecks? Es war am Schiedersee, Schieder-Schwalenberg, ganz toll, Emmerstausee, super Sache. Yeah. Und da war Sarah Connor dann. Und dann seitdem bin ich ein Stück weit ein Fan, weil das einfach... und gut singen kann sie auch. Ja. Ansonsten, was die so in ihrem Leben schon gemacht hat, naja, kann man drüber streiten, ist okay. Aber ich finde schön, dass sie nach Essen kommt und sie hat spannende Texte auch gemacht. Also warum nicht? Ist mal ein anderes Highlight als Kiss oder die Fanta 4, die immer wieder kommen. Ja, die sind tatsächlich nicht Standard, aber Dauergäste sozusagen in Essen. Ist ja schön, dass es denen so gefällt. Ich habe aber tatsächlich gedacht, Sarah Connor, Mensch, da kennst du ja auch einige Lieder von. Mhm. Aber so auf Anhieb, ich habe dann mal so unser Musikarchiv durchgeguckt und so viele Lieder kannte ich dann gar nicht von Sarah Connor. Also es waren dann, glaube ich, nur 3-4 Stück so auf Anhieb. Vielleicht lass es 4-5 gewesen sein, aber ansonsten war ich überrascht. Ich bin ein großer Fan von ihrem letzten Album Muttersprache. Wo Vincent drauf ist? Nee, Vincent ist auf Herzkraftwerke drauf. Okay. Also die letzten beiden Alben sind ja auf Deutsch. Ich fand die vorher, ja, das war halt so Pop, die hat halt versucht, ein bisschen einen auf internationalen Popstar zu machen, sag ich jetzt mal. Ja, so ein bisschen. Ihre Stimme fand ich immer Hammer. Dann hat sie aber mitgemacht bei der Sendung Sing Mein Song, der allerersten Staffel. Okay. Und da hat sie angefangen, von den anderen Künstlern deutsche Texte zu singen. Und dann hat Xavier Naidoo damals zu ihr gesagt, du und Deutsch, das passt. Und dann hat die kurze Zeit später eben dieses Album Muttersprache rausgebracht. Und da sind großartige Songs drin. Es geht halt so ein bisschen ans Herz und da kriegt man nicht mehr mit. Da sind halt viele, also Muttersprache ist halt irgendwie so ein bisschen doppeldeutig, wenn ich das jetzt so interpretieren darf. Also auf der einen Seite Muttersprache Deutsch, auf der anderen Seite aber Mutter und Sprache, also weil sie ja auch Mutter von vier Kindern ist. Und sie in den Texten bringt sie auf vielen verschiedenen Ebenen ihre Liebe zu ihren Kindern und auch zu ihrem Mann. Und ich glaube, zu jedem Song hat sie so eine Verbindung mit ihrem Kind. Und da hat Chrisse mich ja sofort mit. Und wenn man dann noch so toll singen kann, ach, da habe ich schon ein Tränchen verdrückt. Wirklich jetzt. Also das liegt jetzt nicht am Wein, sondern das ist einfach, ich finde die Texte sehr,
sehr emotional und sehr authentisch und dann mit ihrer Stimme. Und deshalb bin ich beim Konzert dabei. Können wir zusammen hingehen? Holz, alles in den Baldener See rein. Ja, sicher. Die ganzen Tränen fließen direkt in den See. Habt ihr denn euch Karten schon besorgt? Nö. Nein. Weil wenn ich so an die letzten Konzerte, das war nämlich so mein erster Gedanke, die letzten Konzerte, denke wie Sie zum Beispiel, die waren ja innerhalb von 2-3 Tagen ausverkauft. Bei Sarah Connor habe ich auch erst gedacht, oh, das könnte schnell gehen. Dann fiel mir aber auch genauso schnell wieder ein, dass wir angesichts der Corona-Lage wahrscheinlich nicht so viele Menschen haben, die daran glauben, nächstes Jahr im Sommer wieder auf ein Konzert schon wieder gehen zu können, die deswegen wahrscheinlich noch vorsichtig sind mit dem Kaufen. Deswegen gibt es, glaube ich, sogar, Stand gestern, heute habe ich noch nicht geguckt, gestern gab es für alle Kategorien auch noch für Front of Stage oder Golden Circle, wie auch immer man das nennen möchte, Karten. Deswegen glaube ich, kann man da noch ganz entspannt sein. Es hindert mich auch noch ein bisschen, Karten zu kaufen. Ich gehöre ja eher zu den Vorsichtigeren. Und dann denke ich, nee, also im Moment und in den nächsten Monaten möchte ich eigentlich noch nicht mit, wer weiß, wie viele Leute dann da sind, ein paar tausend, in ein Stadion gehen. Also mir wäre jetzt schon die Erlaubten, wie viel sind es jetzt, 300 oder so zu viel. Das mache ich eher nicht. Und die Veranstaltung, die ich jetzt für dieses Jahr, wo ich irgendwelche Karten hatte, die sind alle verlegt aufs nächste Jahr, von daher wird das ja auch sowieso schon ein Ding, wo gehe ich denn eigentlich hin? Also das hat mich noch daran gehindert und ich denke, da wird es auch noch länger Karten geben, weil die Menschen sind vorsichtig. Ich wusste noch gar nicht, dass der Vorverkauf schon gestartet ist. Ich wusste nur echt, davon mal ab. Ich weiß es immer nur bei den Stones, aber. Na gut, ich werde es beobachten, aber wenn wir dürfen und wenn das dann alles ein bisschen entspannter ist, dann bin ich da. Also danach 2 Wochen Quarantäne. Ja. Ja, aber was heißt, wenn du darfst? So gesehen kannst du dir die Karten jetzt schon kaufen, weil Konzert wird ja eh nur dann stattfinden, wenn du darfst. Das stimmt. Aber ich warte noch. Aber es ist ja zum Glück Open Air. Das ist auch, glaube ich, nochmal besser als in der Halle, weil sich das zum einen vielleicht noch ein bisschen mehr verläuft, zum anderen aber auch durch die frische Luft sehr viel. Die Schinkenstraße war auch Open Air. Ja, ja aber da lagen die alle aufeinander. Also das ist vielleicht auch nochmal was anderes. Ja, klar. Gib dem Jungen kein Wein mehr. Ja, nee. Sarah Connor, du bist ja mit Mitte 20 hier mit Abstand der Jüngste. Ist das noch so deine Musik? Aber nee. Du hörst ja eigentlich alles. Nee, alles aber Sarah Connor, also so Vincent, das fand ich auch irgendwie am Anfang cool, weil es mutig war und weil es mal was ganz anderes war und ich das von ihr nicht so erwartet hätte. Aber es ist nicht so meine Musik. Nee. Also ich bin aber auch generell nicht so ein Fan von deutscher Musik. Ist einfach so. Ich bin auch kein Fan von deutschen Filmen. Ich weiß nicht mal warum. Aber das ist deutsches Radio vielleicht? Ja, deutsches Radio natürlich. Deutsche Sprache? Ja. Nee, ich bin von vielen deutschen Sachen Fan, aber nicht von deutschen Filmen und Musik. Also, es gefallen mir Teile immer, also auch mal einen Film dabei, aber generell, wenn ich die Wahl hätte zwischen einem amerikanischen Film und einem deutschen, würde ich immer amerikanischen. Wenn beim Fußball die Nationalhymne läuft, die Deutschen, singt Joshi auch einfach immer die Marseillaise, die französische Nationalhymne mit. Ich singe die deutsche Hymne, aber auf Englisch. Ach so. Ja, also. Was ist denn mit dir? Du bist doch auch Konzertgänger, Stefan. Ja, ich hatte erst gedacht, Sarah Connor, auch wegen Vincent und so, ich hatte letztens irgendwann mal auf YouTube einen Auftritt von ihr gesehen. Hoffentlich nicht mit der Nationalhymne, weil bei Sarah Connor fällt mir da auch Böses ein. Ja, den O-Ton habe ich bei uns tatsächlich letztens noch mal im System nachgehört. Da habe ich mich auch direkt fremd geschämt mit Brü im Glanze. Ja. Mhm. Aber ich glaube, es war von irgendeiner Verleihung noch kurz vor der Corona-Pandemie, wo sie live aufgetreten ist in Deutschland. Und das fand ich richtig cool. Deswegen habe ich auch erst überlegt, dorthin zu gehen. Und dann aber habe ich gemerkt, dass ich eben nicht so viele Lieder von ihr kenne. Hinzu kommt, was Christian schon gesagt hat, dass man auch nicht weiß, wie es nächstes Jahr im Sommer ist. Wir haben auch etliche Konzerte, wo wir nächstes Jahr dann eigentlich hingehen sollen, die einfach alle um ein Jahr verschoben wurden. Unter anderem eben auch Seed am Baldener See und ich glaube noch irgendwas am Baldener See, bin ich mir jetzt nicht sicher. David Guetta? Nee. Nee. Irgendwas sowas. Irgendwo habe auch ich nochmal ein Leben. Was denn? Ein DJ ist für mich Knopfdrücken. Konzerthopping. Ach, herrlich. Nee. Also, DJ ist doch. Ich habe alle Farben schon zweimal gesehen und so, super. Wenn ich David Guetta da vorne sehe, dann kommt für mich einfach nichts rüber. Okay. Ich brauche so einen Sänger und von mir aus auch jemand an der Gitarre, die so ein bisschen Stimmung machen. Das muss jetzt kein Rock sein, das kann ja auch Popmusik sein. Mhm. Ne? Oder ich war ja auch mal beim Britney Spears. Ja, so eine Choreografie, die da aufgeführt wird, da muss was passieren für mich auf der Bühne. Okay. Und nicht einer, der da steht und zwischendurch so Kopfhörer auf der einen Seite hält und mit der anderen Hand einfach mal in die Luft schwingt und sagt, 1, 2, 3 und dann everybody jump. Ja. Das ist nicht so mein Ding. War ja mal bei David Guetta und ich war auch eher enttäuscht, als dass ich nachher das gut fand. Aber ich war auch bei Lost Frequencies. Und da wiederum war es cool, weil der halt wirklich einen Live-Sänger dabei hatte und eine kleine Band. Also das war schon eher live. Der hat natürlich seine Mixes da reinge, wie auch immer,
gemacht. Geballert. Ja, geballert. aber das war halt trotzdem noch leifig. So, und da ist leifig. Was passiert. Ja. Leifig ist ein schönes Wort. Gibt es das? Na klar. Jetzt ein Neologismus. Oh. Wir haben es beim letzten Mal in der letzten Folge nur angerissen. Du hattest es angerissen, ohne dass wir richtig die Infos dazu hatten. Ja. Mittlerweile ist der Shitstorm. Shitstorm. Kannst du bitte. Jetzt kommt der Wein. Jetzt ist es soweit, ne? Die Jubiläumsausgabe. Drei Fäkalwind. Der Fick. Egal. Der Shitstorm auf jeden Fall beim Mörchen Eis bzw. beim Antirassismus-Telefon. Das ist jetzt ein Thema, was diese Woche ja auch in den letzten 7, 8 Tagen unsere Stadt sehr bewegt hat. Und es ist schon, also ich möchte auch nicht anstelle des Antirassismus-Telefons jetzt sein, weil ob zu Recht oder Unrecht, die natürlich jetzt sowas von überrannt werden mit Kritik. Und ich glaube denen auch, dass da sehr viel unsachliche Kritik bei ist. Ich glaube auch, dass da gleichermaßen berechtigte Kritik bei ist. Aber das ist natürlich etwas... Wenn man weiß, also da kommt es ja. Ich wusste nicht, wer das Wort erhoben. So atme nur ich. Nee, aber wenn man weiß, und das hat der Mörchenseis ja auch relativ klar und schnell formuliert, wenn man weiß, wo der Name Mörchenseis herkommt, wo die Eisbechernamen herkommen, dann ist ja sofort klar, dass das nichts mit Rassismus zu tun hat. Wenn die Frau Mohr hieß mit Nachnamen und ihr Laden dann Mörchens, dann hat das ja nichts mit dem Mohr an sich zu tun. Es ging ja vor allem um die Eissorten, Mohr, Mohrbirne. Ja, aber das kommt ja auch daher. Mhm. Ne? Natürlich kann man sagen, okay, jetzt denk mal drüber nach, das kann ja auch falsch verstanden werden. So, aber da ist wieder die Frage, die ich auch letzte Woche aufgestellt habe, ist es Tradition oder ist es wirklich schon Rassismus? Und für mich war das in dem Fall immer noch Tradition, weil sich da jahrzehntelang niemand drüber beschwert hat. Und jetzt ist es wohl einem aufgefallen und dann ist es ein Skandal. Die Befürchtung liegt halt nahe, dass das Antirassismus-Telefon sich nicht darüber informiert hatte, über die Herkunft des Eisnamens. Ist halt schnell mal so ein Verdacht da, ne? Und dann nimmt das ja auch seine Kreise und dann schaukelt sich das wahrscheinlich auch hoch, bevor man das überhaupt richtig überprüfen konnte. Ich glaube, dieses Hochschaukeln ist einfach das Problem. Und ich glaube, dass wir heute Konflikte entweder nur in Schwarz-Weiß denken, was schlecht ist, oder nicht einfach zum einfachsten Mittel greifen. Also nehmen wir mal an, Rassismus-Telefon hat berechtigtes Interesse zu fragen, warum heißt das eigentlich Mohrenbecher oder sowas, dann wäre es besser, zum Telefon zu greifen und den Besitzer von Mörchenseis mal anzurufen und zu fragen, wie kommt das eigentlich mit dem Namen so, und wir haben da Rückmeldung und ähnliches. Mhm. In dem Moment, wo was schriftlich kursiert, besteht immer die Gefahr, dass das irgendwo an die Öffentlichkeit kommt. Und das ist ja hier passiert. Und wir sagen ja auch in Konferenzen, die eigentlich geheim sind, wissen es mehr als zwei, wissen es alle. Und das ist einfach so. Und in Zeiten, wo sowieso gerade diskutiert wird, Rassismus, verdeckter Rassismus, den es ja gibt, jeder, der jemanden kennt, der eine andere Hautfarbe als hier unsere verbreitete Weiße in Europa hat, der kann davon berichten, wie oft ihm das geht, in solchen kleinen Nuancen, dass sich Leute nicht neben ihn setzen oder so kleine Spitzen machen oder irgendwelche Begriffe tatsächlich eine große Relevanz haben, wie scheiße sich das anfühlt. Das können die alles berichten und das betrifft auch einen Mohrenbecher. Und von daher ist es richtig, darüber zu diskutieren, wie sensibel das Thema ist. Aber es ist auf diesem Wege natürlich wieder hochgeschaufelt, geschaukelt und dann gibt es nur Schwarz oder Weiß und die einen haben Recht oder die anderen. Das einen sind die Gutmenschen, das andere sind die Rassisten und so. Alles völliger Quatsch. Und ich fand es gut eigentlich, dass der Inhaber von Mörchen-Eis gesagt hat, ich werde den Namen jetzt ändern und ich mache das. Wir machen Eis und keine Politik. Und Oma Mörchen oder von wem das abstammt, die wird auch zufrieden sein, wenn das nachher Mörchenbecher heißt oder so. Also da würde ich gar nicht so einen großen Schuh draus machen. Und das fand ich im Grunde genommen die richtige Reaktion. Ja, den Satz hatte ich mir auch aufgeschrieben, den fand ich auch sehr gut. Ich mache Eis oder wir machen Eis und keine Politik. Ja. Aber es war einfach schon Wahnsinn, wie schnell sich das verbreitet hat. Ne? Also ich glaube, an dem Tag, als dieser Brief öffentlich da kursierte, ich weiß nicht, wie viele Menschen das in meiner Timeline auch bei Facebook geteilt haben. Und am nächsten Tag hatte ich die Samstagsmoderation, da hatten wir das auch als Thema. Und da wurde das dann auch sehr, sehr stark diskutiert, aber ich bin da ähnlich wie Yoshi, also ich denke mir auch, man muss dann einfach gucken, woher kommt der Name, und wir hatten dann auch direkt an dem Samstag die Reaktion von dem Besitzer von Mörchens, und er hat das eben auch mit dem Namen erklärt, und dann war das für mich auch absolut, hatte das damit überhaupt nichts zu tun, und ich habe auch schon mal diesen Eisbecher da gegessen, und das ist so eine Verbindung, die ich zum Beispiel überhaupt nicht habe. Irgendwie, wie heißt der, Mohrenbirne oder Mohrenkulla? Mohrenkulla und Mohrenbirne, ne? Ja. Das glaube ich. Mhm. Also das ist, wenn ich das bestelle, habe ich keine Verbindung
zu Hautfarben oder Rassismus oder sonst was. Das ist so eine Verknüpfung, die bei mir nicht stattfindet. Ich verstehe aber trotzdem, dass dieser Alltagsrassismus, über den ja einfach dann so viel diskutiert wird, der in ganz, ganz vielen Facetten halt einfach stattfindet, was einem dann als Weißem vielleicht gar nicht so bewusst ist. Ich finde es auch gut, dass natürlich das Thema jetzt nochmal sensibilisiert, aber dass man auch versucht, auch so Kleinigkeiten schon irgendwie möglichst aus dem Weg zu räumen. Ne? Auch wenn es nur die Provokation ist, nochmal zu erklären, warum heißt das Ding Mohrenkuller? Warum heißt es so? Warum nennt ihr es nicht anders? Aber nochmal dafür zu sensibilisieren, dass Alltagsrassismus ja überall sein kann und auch nur in Kleinigkeiten da ist. Und wenn man diese Kleinigkeiten auch vielleicht auslöschen kann, dann ist ja auch schon mehr geholfen. Und es hilft immer, Ruhe zu bewahren. Es gibt ja jede Menge Apotheken, die auch Mohrenapotheke haben. Und es war mal vor Jahren ein Bericht über eine Apotheke, ich glaube in Frankfurt, die auch so heißt, weil das die Familie Mohren war. Mhm. Und die sagen, das ist Tradition, diese Apotheke gibt es seit 200 Jahren. Und die wurden beschimpft und kriegten Bedrohungen und Beleidigungen und so. Und das ist halt nicht der richtige Weg. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier darf, im Podcast einen Fernsehtipp geben. Natürlich. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen Die Anstalt gesehen beim ZDF. Mhm. Und die haben was Spannendes gemacht. Die haben nämlich mal die Rollen umgedreht. Also die haben dann jemanden in eine Rolle versetzt. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das Setting war. Aber jedenfalls, der sollte sich mal bewerben als Weißer und die und spüren, wie Alltagsrassismus ist. Ich glaube, das war so nachgestellt dem Dschungelcamp, Hilfe, ich bin ein Rassist, ich will hier raus. Und dann haben die das quasi so durchgespielt und der musste immer Prüfungen bestehen, wie so ein Bewerbungsgespräch. Und die schwarze Personalleiterin hat dann immer so Fragen gestellt, wie heißen Sie, Müller, kann ich gar nicht aussprechen und sowas, das für ein Name. Wo kommen Sie nochmal her? Ja, hier durch die Tür. Nein, wo kommen Sie denn her? Sie haben ja weiße Hautfarbe. Das war so gut gemacht, das gibt's ja jetzt wahrscheinlich noch in der Mediathek. Ich gebe das einfach mal als Tipp, weil das macht einem vieles klar, diesen Perspektivwechsel. Das fand ich auch sehr spannend. Aber bitte erst nach dieser Folge. Selbstverständlich. Ja, nicht abbrechen. Hört jetzt noch zu Ende, Freunde. Ja. Nee. Spannendes Thema fand ich diese Woche auch, betrifft die Krupp-Krankenhäuser in Steele und Rüttenscheid, wo wir vorhin schon über Mundschutz und so gesprochen haben. Und ein Krankenhaus in Siegen, da wird Tobi jetzt natürlich auch hinhören, die haben Mundschutzmasken bestellt, auch relativ groß, ne, gerade zu der Zeit, wo es echt knapp war, im Wert von 250.000 Euro. Und sind Betrügern aufgeflogen, sagt man das so? Aufgesessen, genau. Ihr wisst, was ich meine. Und die Betrüger haben sich davon ein schönes Leben gemacht, haben sich zwei dicke Sportwagen gekauft, haben sich natürlich ein bisschen Geld gebunkert, Computer gekauft und so. Ja, und jetzt haben die Krankenhäuser Anzeige erstattet. Und da frage ich mich erstens, wieso haben sie bei denen bestellt? War das einfach vielleicht sehr gut gemacht? Und zweitens, denken die die Ganoven eigentlich, dass sowas nicht rauskommt? Also manchmal kommt es nicht raus. Ne? Also, warte. Bei 250.000, wenn Krankenhäuser das bestellen? Ja, ich beantworte Frage 1. Ja, genau. Dafür liebe ich diesen Redebedarf, ehrlich. Frage Nummer 1. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass die Not damals so groß gewesen ist, dass man da vielleicht, ich würde es nicht sagen, nicht genau hingeguckt hat, aber dass man vielleicht so ein paar Ungereimtheiten dann doch nicht so sehr in Frage gestellt hat, wie man es vielleicht hätte machen sollen. Mhm. Dass man vielleicht von den normalen, gängigen Anbietern weggegangen ist, weil man gewusst hat, die können auf Wochen oder vielleicht Monate nicht liefern, nach Alternativen gesucht hat und dann halt dort fündig geworden ist, was vielleicht nicht ganz so koscher aussah, aber irgendwas vielleicht doch so ein bisschen den guten Glauben gestärkt hat. Das ist meine Vermutung. Ja, die haben auch, glaube ich, gelockt. Die haben auch gesagt, ne, wir liefern jetzt ganz schnell und wahrscheinlich haben ja, die auch gesagt, klar. Die Not ist so groß. Ja, das kann schon sein. Aber auf der anderen Seite verstehe ich nicht. Also ich hätte richtig Schiss, wenn ich so ein Krankenhaus oder mehrere Krankenhäuser betrügen würde, dass das mit Sicherheit rauskommt. Ist es ja jetzt auch. Betrüger sind halt so geschickt, sonst würden sie ihren Job in Anführungsstrichen nicht so erfolgreich machen, dass sie einen übers Ohr hauen können. Und da gibt es genug Beispiele ja und Tricks, wie Leute übers Ohr gehauen werden. Wenn es um Finanzen und um Geld geht, dann fällt ihnen was ein. Und die haben das wahrscheinlich so gut gemacht und geschickt gefaked und wie auch immer. Dass sie jetzt erwischt wurden. Ja, das Gott sei Dank, das ist ja schon mal gut. Da soll es auch gerechte Strafen geben. Aber leider gibt es auch einige, die damit durchkommen. Ja, ich meine, ich verstehe das wahrscheinlich, wenn so ein Betrüger jetzt den Enkeltrick macht oder so, das ist ja nun mal von 1:1 Person, aber wenn du so ein ganzes Krankenhaus, also weiß nicht, ist ja auch egal. Ja, es gibt ja Hochstapler, die spielen jahrzehntelang vor, dass sie ein Doktor sind und machen Operationen, obwohl sie keinen Doktor haben und sowas funktioniert auch. Also es gibt ja so viele
Betrugsfälle, wo man denkt, wie kann das sein? Ja. Da macht einer was, das müssen 20.000 Zeugen haben, aber gerade wenn so viele beteiligt sind und wenn es dann noch um eine Not geht, ja, dann geht das plötzlich durch, weil jeder denkt, naja klar, bei so einer Sache, also das haben ja jetzt, das hat der Controller geprüft, das hat ja der Mediziner nochmal geguckt und das sieht schlüssig aus und die Bank hat auch geguckt, ja, das könnt Geld überweisen, das ist eine gute Rechnung und alle haben geguckt und haben genickt, haben vielleicht nicht richtig hingeguckt, weil sie sich auf den anderen verlassen haben. Da ich mal ein bisschen Psychologie studiert habe, weiß ich jetzt einen tollen Begriff, ich muss ja hier auch mal ein bisschen Wissen streuen. Mal. Diffusion der Verantwortung heißt das. Da wäre ich jetzt aber auch drauf gekommen. Oh, kann ja gehen. Ich nehme noch einen Wein. Ich wollte es gerade sagen. Ja. Prost. Ja. Prost. Ja gut, das stimmt. Cheers. Natürlich. Mhm. Ja. Ja, ich komme da nicht durch. Alles gut. Wenn wir nebenan gucken, hier bei uns in der Innenstadt ist dieses große, ich würde jetzt fast sagen altehrwürdige Gebäude, ich habe keine Ahnung von wann es ist, auf jeden Fall Galeria Kaufhof, die im Herbst rausgehen werden. Erst Marketing hat jetzt schon gesagt oder überlegt, dass man dort ein Restaurant reinmachen könnte und Läden. Und unser Hörer Hans Günther hat uns heute auch geschrieben und der hat das nämlich mitbekommen. Und er hatte geschrieben, Mensch, das Café Overbeck auf der Kettwiger Straße, das ist ja weg. Und so gesehen fehlt uns eigentlich ein Café in der Innenstadt. Mhm. Stimmt. Und er schlägt vor, ein Café dort. Fünfstöckiges Café. Das wäre meine Traumwelt. Das wäre deine Traumwelt. Das wär jeden Tag in einer anderen Etage essen. Und er schlägt vor, aber nicht nur ein einfaches Café, sondern ein Kulturcafé, also ein Café mit einer Bühne, auf der regelmäßig Kleinkünstler aus dem Ruhrgebiet auftreten. Er ist allerdings auch selbst Kleinkünstler, müssen wir dazu sagen. Also ist ja nicht schlimm, aber deswegen auch die Idee, weil er sagt, gerade die riesige Kleinkunstszene im Ruhrgebiet hat in den letzten Monaten wegen der Corona-Krise stark unter den Einschränkungen zu leiden gehabt und könnte so eine zusätzliche Plattform erhalten, sich zu präsentieren. Hans-Günther Papiernick? Zufällig? Ja, genau. Das ja? ist, genau. Du wirst dich erinnern. Das ist der Papierkünstler. Genau, der hat das Papiertheater gemacht. Genau, den haben wir auch mal vorgestellt. Genau, der Mann aus Überruhr, genau, der auch bei Radio erstmal vorgestellt wurde zu Beginn oder während der Corona-Krise bei Wir bieten Künstlern eine Bühne. Ja. Genau. Aber was wäre so euer Wunsch? Also, Christian, Café könntest du dir schon vorstellen? Seit Café Overbeck weg ist, fehlt ja in der Innenstadt ein wirklich vernünftiges Café mit Atmosphäre und so. Ich kann mir nur was vorstellen, was auch Geld bringt. Also von daher, wer soll das bezahlen? Würde ich dann bei den Künstlern, da muss ja irgendein Gönner sein, der sagt, ich mache jetzt ein Projekt, so wie Herr Wiesemann vom Unperfekthaus, hier kommt was rein, was der Gesellschaft dient, was sozial gut ist. Wäre ich auch immer dafür, wenn man auf den verschiedenen Etagen unterschiedliche Sachen macht. Das kostet aber so viel Miete, das Ding, und das sind so viele Räume und große Räume, dass das schon sehr, sehr schwer wird, glaube ich. Und wir haben genug Kaufhäuser, die jahrelang in Städten leer gestanden haben, weil es einfach keinen Nachnutzer gab. Andererseits hat das hier so eine tolle Stellung direkt am Hauptbahnhof, dass ich mir wieder vorstellen kann, mit einer Kombination aus Kaffee, Büros, Hotel und Ähnlichem, und da gibt es ja auch schon Überlegungen, wäre das schon nicht schlecht. Und wenn da ein Teil auch ein sozialer Teil für die Bevölkerung ist, dass man tatsächlich eine Bühne hat, vielleicht auch eine Bühne, wo man sich selbst präsentieren kann und so, dann bräuchte man nur die passenden Sponsoren oder eine Möglichkeit, das zu refinanzieren, vielleicht auch über ein Café oder über Angebote oder Spenden, dass das funktionieren würde. Aber der Kapitalismus schlägt immer knallhart zu und lässt solche tollen Ideen nicht zu, wenn es nicht einen gibt, der da sagt, das lohnt sich, ich steige da jetzt ein. Aber was wäre denn etwas für dich, wo du sagst, das könnte ich mir sehr gut dort vorstellen, was vielleicht auch Zukunft hätte? Also, falls du jetzt was aus dem Stegreif hast, ich weiß es nicht. Also ich wüsste es nicht. Nee, es ist ja auch erstmal schwer. Also etwas, wo Menschen sich treffen, finde ich gut. Etwas, wo Menschen vielleicht in einer neuen Form sozial mitkommunizieren, aber auch was einkaufen oder austauschen. Ich weiß, voll ist es immer auf Märkten, auf Gebrauchtmärkten, also wo die einen was geben, die anderen was nehmen oder so. Also eine Art Marktplatz, der überdacht ist in wunderbaren Räumen. Und wenn es da drum Gastromöglichkeiten gibt, fände ich es nicht schlecht. Aber das ist jetzt so ein bisschen aus der Hüfte geschossen. Also eine Kombination fände ich gut. Ich glaube, ein Kaufhaus über 5 Stockwerke braucht da wahrscheinlich keiner mehr. Der Bedarf ist einfach nicht mehr aus da. Aus der Zeit gefallen, ja. Also müsste es was anderes geben. Das muss auf jeden Fall was einladend sein. Vielleicht auch mit einer Verbindung online, wo man spielen kann oder wo man irgendwie was interaktiv macht, weil das ja einfach das Spannende ist. Dass Menschen zusammenkommen wollen und nicht nur am eigenen Computer sitzen wollen, das ist ja auch Fakt. Wenn man dann was hat, was vielleicht sogar pandemietauglich ist, weil da ist genug Platz, man kann Abstand halten, warum denn nicht? Also das muss man sich wirklich mal einschließen ein Wochenende und intensiv drüber nachdenken, was man für kreative Ideen hat. Und dann kommt immer der schwere Teil, wie man es finanzieren kann.
Mhm. Finde ich ja ganz nett. In Hannover gibt es ein Parkhaus, auch ziemlich in der Innenstadt. Und auf dem obersten Deck dieses Parkhauses ist quasi so eine Rooftop-Bar. Also es ist eigentlich wie ein Strand. Es liegt überall Sand. Das ist riesengroß. Da ist halt eine Bar, du hast Liegestühle und du kannst über die ganze Stadt gucken. Sowas finde ich auch cool. Das haben die da sehr cool gemacht, weil die wussten auch nicht, okay, ja klar, ein Parkhaus kann man machen, aber so das letzte Deck, das brauchen wir nicht, weil das Parkhaus eh nicht ausgelastet ist. Und dann haben die halt überlegt, was machen wir da? Haben da Sand drauf gekippt und jetzt ist das ein super Rennen. Das ist immer voll da. Die nehmen ordentlich Asche ein, natürlich bei schönem Wetter noch mehr. Aber ist halt auch nett, weil du sitzt da oben über der Stadt und hast einen super Blick. Und ich finde, sowas fehlt in Essen. Also klar, du kannst aufs Rathaus fahren, aber das macht ja auch nicht jeder. Aber mal einfach so oberhalb so ein bisschen zu sein, einen schönen Blick zu haben. So eine Rooftop-Bar. Ja, ja, so ein bisschen mehr Großstadt-Atmosphäre. So ein bisschen was, aber schon umbauen, um mit den Großen noch. Und das ist da super schön gemacht, auch mit Palmen und allem. Also es ist schon toll. Und man, wenn man was macht, muss man investieren und es gut machen. Und wenn das Kultcharakter kriegt, dann sehe ich durchaus eine Chance. Mhm, definitiv. Finde ich schön. Naja, wir warten mal ab. Das wird ja wahrscheinlich eh noch ein bisschen dauern. Ne? Das auf jeden Fall. Wird das dann das wird doch dann auch abgerissen, oder? Das wird doch dann komplett neu, oder nicht? Weiß es nicht. Oder ich steht das noch jetzt nicht fest? Gesagt, dass das, ich kann mir nicht, Gebäude ist in gutem Zustand, glaube ich. Also ist ein tolles Gebäude. Ich fände es tatsächlich sogar schade. Also ja, gut. Zumindest von der Seite, von vorne habe ich es jetzt nicht so vor Augen, weil da nur die Schaufenster sind. Aber von der Seite, wenn ich mir jetzt so angucke, dieser massive Bau, ist schon, das wäre schon schade. Ja, es müsste auf jeden Fall ein Stück weit schon noch ein bisschen moderner, einladender und ich bin da auch. Also es müsste eine Attraktion miteinander, irgendwas, was, wo du reinkommst vom Hauptbahnhof und direkt sagst, bäm, Essen, geil. Ja, wenn das so einfach wäre. Wird schwer, ja. Sollten sich gute Leute einschließen, wie Christian gerade schon gesagt hat. Genau. Wir kommen langsam zum Ende, aber es sei denn, du hast noch ein Thema, was du ganz dringend loswerden musst. Ja, so dringend nicht. Nö, ich hatte ein paar Themen habe ich noch, aber. Ist der Joshua jetzt der mit dem Zettel? Wer hat denn sonst den Zettel? Eigentlich ist Tobi doch geschickt. Ach so, aha, ja, ja. Also, wenn einer einen Zettel hat, dann hat das doch Tobi Stein. Ja, Tobi hat nicht einen Zettel, Tobi hat immer gefühlt einen halben Aktenordner neuerdings dabei. Ja, ui. Der heftet doch nachher alles ab. Ja, wobei ich nicht weiß, was er davon tatsächlich benutzt, weil so richtig drauf gucken tut er nicht. Aber hast du noch etwas? Nee, ich wollte nur mal noch sagen, dass die DLRG in Essen nochmal sehr mahnt, bloß nicht von Brücken oder so zu springen, von Eisenbahnbrücken, die über den Rhein-Herne-Kanal zum Beispiel oder über die Ruhr führen, was mir gar nicht so bewusst war, dass das offensichtlich so viele Menschen machen und das nun mal auch sehr gefährlich ist und fand ich interessant, dass sie jetzt nochmal mahnen, macht das bloß nicht, springt bloß nicht in das Wasser, weil da auch Äste oder so hertreiben können und wenn ihr auf den Ast fallt, dann ist es halt auch nicht so geil und das natürlich auch teuer werden kann unter Umständen und fand ich aber interessant. Also für mich wäre das sowieso nichts, ich weiß nicht, seid ihr schon mal wild in die Ruhr gesprungen von der Brücke oder so? Nee, eigentlich. Nee, also geschwommen schon mal, aber nicht gesprungen. Ich bin in Mal schon mal von der Kanalbrücke gesprungen. Ja, in Mal. Ja, in Mal, da ist aber halt, also da kann man halt auch von der Brücke springen und das habe ich tatsächlich schon gemacht, ja. Aber sollte man nicht. Ja, ich meine, ich habe es auch noch nie gemacht. Im jugendlichen Leichtsinn passiert sowas mal, aber ist ja eigentlich auch Quatsch. Wie die Zuständigen sagen, es ist eine Wasserstraße und man lässt ja die Kinder auch nicht auf der Autobahn spielen. Ja, der das ist ein mir gutes so Zitat. Der ist mir auch Gedächtnis. Ja, das stimmt. Würde ich jetzt auch nicht mehr machen, habe ich aber mal gemacht. Ja. Mit so 16, 17. Hätte ich das gewusst. Quarantäne. Da wäre ich jetzt nicht hier. Nee, das wollte ich nur noch mal loswerden. Aber ja, sonst alles gut. Gut. Ich wollte dich ja jetzt auch nur. Ich habe nur deutschlandweit gehört, dass es halt weniger DLRG-Einsatzkräfte gibt und dadurch nicht alle Badeseen so gut bewacht werden können, weil die jetzt auch im Moment nicht so viele Leute haben, die danach kommen und ausgebildet werden können und weil auch nicht so die Stellen so besetzt werden können, auch an der Ostseeküste zum Beispiel, dass es da genug DLRG-Leute gibt, die genug Badestrand bewachen können. Mhm. Also es gibt viele Dinge, die mit Corona irgendwie schon wieder zusammenhängen. Für den Kanal weiß ich es nicht, da gibt es ja noch keine Wachstation mit Fähnchen, weil man da ja gar nicht drin schwimmen kann und am Baldener See ist die Schwimmstelle ja eher eingegrenzt. Mhm. Personal ist das eine beim DLRG oder bei der DLRG. Das andere ist die Verfügbarkeit von Schwimmbädern, die mitunter ja jetzt auch lange Zeit geschlossen waren oder jetzt nicht in dem Maße wieder öffnen können, weil DLRG, die geben dort ja auch Schwimmunterricht. Ja. Und das heißt, viele Kinder, Schrägstrich Jugendliche, aber natürlich vor allem Kinder, können zurzeit kein Schwimmen lernen. Die mögen jetzt zwar schon einen Teil angefangen haben, aber wenn die in einem halben Jahr wieder weitermachen, dann haben die natürlich weitestgehend erstmal alles vergessen, wenn die nicht in der Zwischenzeit geschwommen sind. Und das ist natürlich, wenn man immer mehr Badetote gefühlt liest bei uns in Deutschland,
ist das natürlich ein zunehmend größer werdendes Problem, dass die Kinder bei uns dann auch durch Corona mehr oder weniger indirekt nicht schwimmen lernen. Also das Schwimmunterricht fand ja jetzt das ganze letzte Halbjahr nicht statt. Also meine Tochter hätte eigentlich, das wäre jetzt in der dritten Klasse, zweites Halbjahr, wäre sie dran gewesen mit ihrer Klasse. So, dann ging es los im Januar. Dann war erstmal zwei Feiertage. Davon ein Tag war das Bad geschlossen, weil irgendwas saniert werden musste. Dann war eine Lehrerin krank, dann konnten sie nicht. Und dann ging es los mit Corona. Das heißt, Fakt ist, sie war einmal in diesem Schwimmbad. Ich meine, gut, in der dritten Klasse sollten die meisten Kinder Seepferdchen haben. Aber tatsächlich in ihrer Klasse waren so viele Kinder, was mich wirklich erschrocken hat, die einfach noch gar nicht schwimmen können. Mhm. Und dann mussten die Gruppe wirklich teilen. Und dann ist meine Tochter rausgefallen, weil die mittlerweile schon Silber hat. Dann hieß es, ja, die hat ja Silber, die braucht jetzt keinen Schwimmunterricht. Und dann dürfen jetzt erstmal die anderen Kinder Schwimmunterricht haben. Und das ist schon sehr, sehr erschreckend. Ja. Ich muss jetzt noch zwei Sachen fragen. Wir sind zwar schon drüber, aber ich habe auch noch fünf Themen. Ach so, ja. Christian, um Gottes Willen. Nein, keine fünf Themen. Mir fällt nur gerade auch was ein, was Thema diese Woche war, was mich auch ein bisschen aufregt. Bitte. Ich könnte hier schimpfen. Doring. Also die Fahrradfahrer, das ist ja wieder in der Diskussion. Es gab die Verkehrsunfallstatistik. Muss nochmal erklären, genau. Und die Verkehrsunfallstatistik sagt, es gibt mehr Unfälle mit Fahrradfahrern. Auch deutschlandweit mehr Tote. Und das stellt man auch hier fest. Es fahren ja mehr Leute Fahrrad durch Corona. Und Doring heißt die Autotür aufmachen und es viele Fahrradwege werden jetzt auch über die Straße geleitet. Ja, schön mit Strichen und Fahrradstraßen, alles schön, sieht gut aus, aber dass Leute die Tür aufreißen und vorher nicht in den Spiegel gucken, gibt's ja sehr häufig. Eine Freundin von mir hat das vor ein paar Jahren in Düsseldorf mal erlebt und ist auch im Krankenhaus gelandet, weil jemand vorher einfach die Tür aufgerissen hat. Die Menschen sind ja alle so mit sich beschäftigt und hektisch und mein Auto ist mein Castle und so keine Ahnung, Handy guckend. So ein blöder Fahrradfahrer. Und dann kommt noch dazu, dass hier heute eigentlich der Abstand größer sein sollte nach der neuesten Verkehrsnovelle von Herrn Scheuer, die jetzt wieder zurückgenommen wird wegen Formfehler und so. Da könnte ich mich jetzt reinsteigern natürlich. Aber das war ein Thema diese Woche, wo ich denke, Mann, geht uns das Miteinander immer weiter verloren? Rasen dürfen wir weiter, aber nicht mal beim Türaufreißen können wir selber ein bisschen nachdenken und gucken, wer da rechts und links kommt. Es ist also viel gegeneinander. Ich fand das ganz interessant. In den Niederlanden und ich weiß nicht mehr, in welchem Land noch, da ist es ja offenbar so normal, dass man nicht, wenn ich Fahrer bin, mit der linken Hand die Tür aufmache, sondern mit der rechten Hand, damit ich automatisch den Schulterblick mache. Das hat man mir in der Fahrschule noch beigebracht und das ist hängen geblieben und das fand ich auch nachvollziehbar. Also, ja, auch. Ich habe es zum ersten Mal gehört und fand das gut, aber klar, wenn man jetzt über Jahre normal mit der linken Hand geöffnet hat, ist es natürlich eine Umstellung, aber genau. Das hilft tatsächlich, wenn man das macht. Das hält ein bisschen. Auch beigebracht, aber habe ich nicht behalten. Ja, aber ich gucke trotzdem immer in den Spiegel. Ja. Allein schon, weil ich Angst habe, dass meine Tür abgefahren wird. Habe ich auch schon neben Fahrradfahrern, sondern auch wegen Autofahrern, die ja durchaus mal sehr nah an den Autos vorbeifahren. Stimmt. Ich wollte es nur noch mal einbringen. Nee, ja. Nicht gerade jetzt, wo viele mit dem Fahrrad unterwegs sind und ich die ersten Fahrradstraßen jetzt gesehen habe, Gemarkenstraße zum Beispiel, frisch lackiert, hätte ich fast gesagt, mit den neuen Pinselstrichen und den Fahrradwegen, denke ich. Das allein reicht nicht. Es muss in das Bewusstsein, in die Köpfe rein, dass man da miteinander fährt. Ja. So, Amen. Ja. Ach so, es kam ja noch zwei Sachen. Genau, Angela. Bitte. Ich habe heute noch an dich, wo du gerade gesagt hast, deine Tochter kommt in die dritte Klasse? Nee, jetzt vierte. In die vierte. Mhm. Auf jeden Fall schulpflichtiges Kind. Ja. Heute wurde ja von Frau Gebauer, unserer NRW-Schulministerin, bekannt gegeben, dass möglicherweise flächendeckende Corona-Tests geplant sind. Mit welchem Gefühl schickst du, stand jetzt denn deine Tochter nach den Sommerferien wieder in die Schule? Oder dein Kind besser nicht? Also dadurch, dass meine Tochter ja vor den Ferien auch schon in der Schule war, sprich, die war in der Notbetreuung ja schon. Und dann die letzten zwei Wochen vor den Ferien ging es ja los mit dem normalen Regel- oder eingeschränkten Regelbetrieb, hieß es, glaube ich. Von daher habe ich mir da jetzt so bewusst noch wieder gar keine Gedanken drüber gemacht. Der einzige Gedanke, den ich mir jetzt aktuell mache, ist, wenn so viele Leute jetzt doch noch mal spontan in den Urlaub fahren und da kommen wir wieder zu Beginn unseres Podcasts, sprich Mallorca, Urlaub und so weiter, bin ich sehr, 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 sehr gespannt, wie es nach den Sommerferien weitergeht. Ob wirklich alles so normal, wie sie es eigentlich angedacht haben. Da glaube ich irgendwie nicht dran. Nach zwei Tagen Shutdown. Ich habe da, ich weiß nicht warum, aber
ich bin eigentlich ja immer eher als positiv denkender Mensch, aber ich weiß nicht warum. Ich habe, also nach den Sommerferien denke ich immer, da kommt irgendwas und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Schule danach nicht so läuft, wie sie es eigentlich vorgehabt haben. Ja, eben, es ist ja ein Unterschied, ob damals, als die Schulen wieder losgegangen sind, man mehr oder weniger aus der aus dem Lockdown, in Anführungszeichen, so extrem war es ja nicht, rauskommt, oder ob man eben aus dem Urlaub, alle kommen aus aller Herren Länder wieder zurück und dann geht es mit der Schule weiter. Ist ja doch ein Unterschied. Auf jeden Fall. Und deswegen muss ich heute dran denken. Ja, also aus dem Bekanntenkreis zum Beispiel, Freunde, die mit mir in die Schule gehen, da fahren sehr, sehr wenige tatsächlich dann doch in den Urlaub. Mhm. Also bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich könnte mir vorstellen, das ist so ein paar Tage alles normal und dann ist es doch wieder so getrennte Tage. Also irgendwie, ne Christian, also es kann dann sein, dass ich doch wieder eingeschränkt arbeiten kann, weil ich meine Kinder betreuen muss. Ich glaube, dass wir da einen interessanten, anstrengenden, aber hoffentlich trotzdem irgendwie noch klingenden Herbst vor uns haben. Wir müssen geübt. Mit allem rechnen. Wir sind geübt. Das auf jeden Fall. Wir improvisieren. Es wird anders kommen, als alle sagen. Die Wissenschaftler sind sich auch nicht einig. Wir müssen vorsichtig sein und hoffen, dass die Kinder da nicht allzu sehr drunter leiden müssen. Das stimmt. Ich würde mir einfach wünschen, das haben die Lehrer jetzt so ein Stück weit gelernt, dass die Digitalisierung da ein Stück weit weiter fortschreitet. Und da kann man auch ein paar Chancen drin sehen. Die Lehrer haben tatsächlich gelernt, digitale Klassenzimmer einzurichten und so. Und das hat an unserer Schule dann wirklich hervorragend geklappt. Und ich hoffe, wenn es nochmal dazu kommt, dass die Kinder nicht allzu sehr darunter zu leiden haben. Ja, tatsächlich. Wir hoffen das Beste. Und jetzt muss ich noch ganz kurz für eine Minute unsere kleine Kochecke aufmachen. Ja. Denn wir haben zufällig innerhalb von 24 Stunden dasselbe gekocht, unabhängig voneinander. Beide das erste Mal. Ich habe es nicht gekocht, meine Freundin hat es gekocht. Aber Und ich habe es aber gekocht. Genau. Mhm. Und zwar indirekt bei uns auch durch eine Influencerin auf dieses Rezept aufmerksam gemacht worden. Ja. Also wir eigentlich durch eine Freundin, aber die wiederum auch durch diese Influencerin. Und es war sehr lecker, aber ich habe keine Ahnung, wie man es macht. Deswegen erzähl doch nochmal bitte. Ich wurde geinfluenced von einer Dame aus Köln, einer Bloggerin. Und die hat gekocht Spaghetti mit Feta und Tomate. Ich weiß nicht, wie sie das Rezept genannt hat. Hieß es so? Weißt du auch nicht. Also, und Knoblauch war bei uns drin. Ja, ich hörte bei euch war ein bisschen sehr viel Knoblauch drin. Ich habe nicht ganz so viel Knoblauch. Also ich mache das Rezept griechische ganz kurz. Pasta. Wir nehmen eine Auflaufform. Da packen wir ein Stück Schafskäse rein. Dann mit ganz viel Olivenöl, ganz viele Kirschtomaten rein. Das Ganze würzen mit Salz, Pfeffer, Knoblauch. Ich habe nicht ganz so viel Knoblauch. Ich habe da noch so ein paar italienische Gewürze mehr reingemacht. Dann kommt das für 15 Minuten, eher 20 Minuten in den Ofen, 200 Grad. Währenddessen kochen wir die Spaghetti oder die Penne oder die Farfalle, je nachdem, was für Nudeln man gerne möchte. Wir haben heute die Vollkornvariante genommen. Die kochen wir dann, je nachdem, al dente, 10 Minuten, 11 Minuten. Nudeln raus, abgießen. In die Auflaufform, alles gut vermengen und dann mit einem schönen Glas Rotwein, Weißwein, nicht den hier Mund die süffige Variante essen. Es war sehr lecker. Es war sehr lecker. Also von daher unser Essenstipp ausnahmsweise, Jubiläumsfolge Nummer 50 Toll. Mit einem Essenstipp. Ja. Gerne nachmachen zu Hause. Angela muss öfter mal kommen, das sind ja hier spannende Informationen. Also wer das durchgehalten hat heute hier, fast eine Stunde, der bekommt am Schluss noch einen Kochtipp. Das war super. Genau. Und ihr hört ja mitunter auch fleißig unseren Podcast. Ihr wisst, wir haben immer ein Highlight der Woche. Mhm. Willst du anfangen, Yoshi? Ich kann mal anfangen. Also es ist ein sehr persönliches Highlight, weil wir diese Woche oder ich als Reporter für Radio Essen die schönsten Urlaubsoasen der Stadt suche. Wir gehen in die Gärten und Balkone der Hörer und besuchen die und erzählen ein bisschen was über deren Garten. Und ich war in dieser Woche in sehr vielen Gärten und unter anderem auch in einem im Walpurgistal. Und da wird sehr viel angebaut, unter anderem Johannisbeeren. Und die waren sehr nett und haben mir einen Johannisbeerkuchen selbst gemacht und mir auch mitgegeben. Und das war mein persönliches Highlight, weil ich unter anderem durch die Aktion sehe, wie schön Essen ist, wie solidarisch man auch ist. Man denkt auch an andere und gerade in so kleinen Gärten, wo die Nachbarschaft auch groß geschrieben wird. Und das ist eine sehr schönes Gefühl. Dass da so gelebt wird noch, diese Nachbarschaft und dass man sich hilft und so. Das fand ich sehr schön. Mhm. Angela? Meine Tussi-Woche. Deine Tussi-Woche. Ja, ist okay. Genauso ja, wie bei Chef.
Ist doch Wohlfühlwoche. Ist halt einfach so. Also das war meine Wohlfühlwoche. Ich war, wie gesagt, wenn ihr mittendrin eingeschaltet habt, beim Friseur und bei der Kosmetikerin und bei meinem Friseur in Recklinghausen. Jetzt kommt's, hören die Radio Essen. Also ich war um 10 Uhr da, das heißt von 10 bis 12 habe ich Patrick Wilking gehört, dann habe ich nochmal den Tagesüberblick von Theresa gehört, das heißt ich war auch beim Friseur bestens informiert. Was soll man denn sonst in Recklinghausen hören? Radio Fest könnte man theoretisch hören, aber die hören Radio Essen. Mein Friseur hört auch Radio Essen, aber der ist auch in Essen, deswegen ist das nicht ganz so speziell. Christian, dein Highlight der Woche? Tussi-Woche ist noch nicht zu Ende. Nein, ich hatte keine Tussi-Woche. Erste Woche nach dem Urlaub, von daher Highlight. Ich warte noch, morgen ist ja auch noch ein Tag. Gestern habe ich eine tolle Moderation über Shaggy, glaube ich, gehört von Stefan. Mr. Bombastic, das fand ich cool. Geile Stimme, ja. Ja, fand ich gut. Nee, also wenn, dann könnte ich sagen, aber darüber kann ich nicht so viel erzählen, eine Videokonferenz mit den Vorständen der ganzen Sender. Da gibt es ja ehrenamtliche Vorstände und diese Videokonferenz war, wenn man in die einzelnen Zimmer reinguckte, Angela weiß es, war unterhaltsam. Warst du dabei? Oder also, ja. Nein, ich habe das vorhin erzählt, aber sagen wir mal, das kann durchaus zum Highlight werden, wenn da das ein oder andere schief geht oder man in Räume guckt, in die man nie gucken möchte. Das glaube ich. Das haben wir ja zu Beginn der Corona-Pandemie, wo diese Konferenzen erstmal losgelegt haben, ja auch oft so Geschichten gehört. Da dachte ich, es ist fake, aber seit dieser Woche weiß ich, das passiert wirklich. Ja, was ist denn dein Highlight? Ja, eigentlich wurde jetzt schon fast alles gesagt. Deshalb werde ich dazu in keiner Weise und in keinem Umfeld etwas kommentieren. Ich bin raus aus der Nummer. Kann ich den Ton haben? Den könnte ich auch manchmal brauchen. Ja, also, nee, tatsächlich ganz banal. Vergangenes Wochenende hatte meine Mutter Geburtstag. Es war endlich mal wieder ein bisschen die Familie zusammen. Und es ist wirklich klischeehaft. Es gibt immer eine Torte aus der Tiefkühltruhe. Die gibt's immer. Egal wer Geburtstag hat in der Familie, diese Torte gibt's immer und die liebe ich aber auch, ja, wirklich. Was ist das denn? Benjamin Blümchen. Genau. Nee, so eine Stoppenrad und Kniese oder so. Anderer Hersteller. Die anderen halt. Dr. Oelker. Nein, ist auch egal, auf jeden Fall so eine, ich glaube, die heißt Stracciatella Kirschtorte oder so. Ich war irgendwie so ein Traum und die habe ich halt, weil durch Corona lange kein Geburtstag mehr gefeiert wurde in der Familie, jetzt nach Ewigkeiten wieder gegessen. Das Schöne war, nur die halbe Torte, weil meine Freundin hatte noch Kuchen gebacken, auch sehr lecker, auch unglaublich lecker. Aber diese Stracciatella so und diese halbe Torte war halt noch übrig. Und die hast du mitbekommen? Meine Mama hat mir die natürlich mitgegeben. Oh, in der Tupperdose? Nö, direkt auf dem Kuchenblech. War ja noch eine halbe Torte. Und die habe ich dann innerhalb von zwei Abenden weggegessen. So, das war mein Highlight. Guten Appetit. Ja, zu Recht. Lecker. Tja, dann sind wir durch. Aber wir haben bald noch ein Jubiläum eigentlich, ne? Bald werden wir genau ein Jahr. Jetzt haben wir 50 Folgen. Es ist Tobis Zeitrechnung. 52 Folgen, 52 Folgen sind genau ein Jahr. Ihr habt die beim letzten Mal schon angezweifelt. Aber ich habe das gehört mit Genuss. Genau, wir haben ja Winterpause gemacht und es ist... Ja, aber ein Jahr. Also wir haben, wann ist denn eure erste Sendung? Ich glaube, am 12. August. Gegangen. Ich glaube, am August auf jeden Fall. Dann habt ihr Einjähriges schon. Ja, also da gibt es nochmal Grund zu feiern. Darf ich dann wiederkommen? Ja, weil es Wein gibt. Darf ich dann Prosecco mitbringen? Oder ich zeige euch dann mal einen Wein, den ich gerne trinke. 8. August. 8. August. Oder? Schaut was. Oh, ja, dann müssen wir noch 3 Wochen warten. Das machen wir. Da bin ich noch in der Bretagne. Sorry. In der Bredouille. Wir schalten euch dazu alle. Feiern. Alles klar. Also, meine Lieben, vielen Dank, Angela und Christian, dass ihr dabei wart. Danke. Joshua, auch danke, dass du dich heute wieder hier hinbemüht hast. Schön, dass du auch mal dabei warst. Es ist nicht einfach für dich. Ja. Und wir freuen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.